costeñita soy. Costeñita. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Siempre manda el amor, Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor, Marimar. ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No, que no. Sieh her, was du für große Pfoten hast, mein Lieber. Ich habe starke Kopfschmerzen und habe dem Taxifahrer vergessen zu sagen, dass er an einer Apotheke... Bitte sei still, Polgorso, bitte sei still und hör zu. Wenn Sie zwei haben, umso besser. Die Schmerzen sind ziemlich stark. Die Stimme, oh Gott, oh mein Gott. Die Stimme, das ist doch... Die Stimme von Sergio. Du liebe Güte, was hat denn Ihr Gatte hier zu suchen? Sei leise, Pulgoso. Vielleicht hören wir noch mehr. Hier hast du die Tabletten, Junge. Deine Kopfschmerzen sind im Nu weg. So ein Pech, er hat nichts mehr gesagt. Schade, Pulgoso. Das war nur noch Signora Josefina. Sie liebt ihn zwar nicht mehr, aber vergessen kann sie ihn auch nicht. Jetzt höre ich schon Dinge, die es gar nicht gibt, Pulgoso. Komm her, wir werden einfach mal draußen nachsehen, ja? Komm her. Also war er es jetzt oder war er es nicht? Nein. Das war nicht Sergio. Na, bist du dir da ganz sicher? Ist auch besser so. Ich meine, stell dir vor, ich würde ihn jetzt schon wiedersehen bei der Wut, die ich auf diesen Schurken habe. Danke, Doña Josefina. Dann bis morgen. Bitte komm doch morgen etwas später zum Frühstück. Ich habe nämlich einen Gast aus der Provinz da. Ach, ein so liebenswertes Mädchen, ganz entzückend. Sie ist hier, um sich Arbeit zu suchen, weißt du. Natürlich werde ich sie dir vorstellen. Sie ist sehr hübsch, du wirst sehen. Sie kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Ich wünsche eine gute Nacht. Na, was hast du da, Pulgoso? Ach, das ist von Selva irgendwas über meinen Papa. Der soll mir doch gestohlen bleiben, genauso wie Sergio. Ich will nie wieder was von den beiden wissen. Das ist aus und vorbei. Sie ist sehr hübsch, du wirst sehen. Sie kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Arme Verhältnisse, vom Land und hübsch ist sie. Wie Marima. Guten Tag. Guten Tag. Hast du dich sehr einsam gefühlt, Matcha? Ach, wenn du wüsstest, wie spät ich ins Bett gegangen bin und du Arme warst hier ganz allein. Na, mal sehen, vielleicht erlaubt die Signora ja, dass du bei mir und Pulgoso wohnen darfst. Hast du etwa schon wieder Hunger? Meine Güte, Pulgoso, wenn du weiter so viel isst, dann wirst du noch einmal dicker als unsere Corazon. Mach's gut, hörst du, liebe kleine Matcha. Komm, wir gehen frühstücken, Pulgoso. Ich muss nämlich gleich los und mir Arbeit suchen. Also, Matcha, adios. Ich danke auch. Danke sehr. Darf ich mal vorbei? Doña Josefina hat es gern, wenn ihre Gäste sich so richtig satt essen, sonst denkt sie, dass es ihnen nicht schmeckt. Da kommt sie ja. Sagen Sie, Doña Josefina, wohnen hier eigentlich noch mehr Leute? Aber selbstverständlich, mein Kind. Und warum sitzen wir allein am Tisch? Der Grund ist, weil ihr eben vorher frühstückt, damit du wegkommst und dir Arbeit suchen kannst. Das machen Sie alles meinetwegen? Hier ist die Morgenzeitung. Was wollen Sie damit, hm? Darin gibt es einen Teil, in dem die Stellenangebote stehen. Den werden wir jetzt mal durchgehen. Vielleicht finden wir etwas Passendes. Hier, sieh mal, alles Anzeigen,
von Leuten, die noch jemanden suchen. Und die sollen alle für Dienstmädchen sein? Nein, mein Kind, für alles Mögliche. So langsam wird es Zeit, meine Schöne. Padre, möglicherweise wäre es besser, gleich zu einer Vermittlungsagentur zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie so leichter etwas findet. Das habe ich mir auch schon überlegt. Wollen mal sehen, hier stehen 3 Agenturen, die Hauspersonal vermitteln. Nein, sogar 4. Und Sie glauben, dass ich so schneller etwas finden werde, ja? Ja, Bella. Ich habe zwar nicht so viel gelernt, aber ein paar Sachen doch. Ich kann waschen, ich kann kochen und sauber machen. Und wenn du erst eine Arbeit gefunden hast, musst du dich anständig benehmen. Hast du mich verstanden? Das weiß ich, Padre, natürlich. Ich will dich nur daran erinnern, für den Fall, dass du es vergisst, Marimar. Das hat noch gefehlt. Marimar? Wer ist das, Marimar? Das, ist ein Mädchen aus unserer Gegend, das der Padre sehr gerne hat. Naja, manchmal verwechselt er uns beide. Aber jetzt möchte ich endlich frühstücken, bitte. Ich kann es gar nicht erwarten, mir Arbeit zu suchen. Irgendjemand setzt Renato Flöhe ins Ohr. Flöhe, Signor? Ja. Irgendwer hat ihm erzählt, ich und meine Schwester hätten dieser Heulsuse Schmuckstücke geschenkt. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass er an dem Diebstahl zweifelt. Vielleicht war es ja Corazon. Das glaube ich nicht. Im Übrigen ist sie noch nicht zurückgekommen. Aber Nicandro traue ich es auch nicht zu. Tja, bliebe noch Chewy. Wenn er seine Finger im Spiel hat, dann wird der Kerl noch an mich denken. Renato bereitet es auch Kopfzerbrechen, dass wir seinem Sohn die Wahrheit über dieses Miststück verschweigen. Irgendwann werden Sie es ihm aber sagen müssen, ja. Signora. Jetzt aber noch nicht. Haben Sie Schmerzen, Signora? Ein wenig. Ich weiß nicht, was es ist. Was soll denn das? Beeil dich, Bella. Ja, Padre, sofort. Na los, du könntest Matcha ein bisschen Gesellschaft leisten. Ich bin soweit, Padre. Der junge Mann und Doña Rogelia warten draußen auf ihr Frühstück, Prudencia. Also bitte beeil dich damit. Ja, Doña José, aber ich habe auch nur 2 Hände. Ein Maultier ist wie ein Rennauto gegen dich. Wir haben jetzt ja auch mehr Gäste und einen Hund obendrein. Und ein Huhn. Das sollte kein Problem sein. Sobald ich das Frühstück serviert habe, mache ich uns eine schöne Suppe. Und dann muss ich noch Sergios Zimmer sauber machen. Sie hat keine Referenzen, weil es das erste Mal ist, dass sie arbeiten geht. Aber sie ist ein Mädchen, das waschen und auch bügeln und kochen kann. Und gut zu benehmen weiß sie sich ebenfalls. Auf Leistungsnachweise können wir in diesem Fall verzichten, Padre. Ihre Empfehlung ist mir Referenz genug. Würden Sie sagen, ich finde Arbeit, Senior? Es gibt genug davon. Jeder braucht heutzutage ein Dienstmädchen. Hauptsache, es ist billig und zuverlässig. Ach, es ist mir egal, was Sie zahlen. Ich würde am liebsten sofort anfangen. Ich werde Ihnen erstmal 2 Angebote mitgeben. Das von einer Familie, die jemanden braucht, der auf ihre beiden Kinder aufpasst. Sollten die ablehnen, versuchen Sie es hier. Als Haushaltshilfe. Voraussetzung ist eine eigene Unterkunft. Was heißt das, Padre? Du arbeitest während des Tages und nachts darfst du immer nach Hause. Hey, das wäre ja wunderbar. Dann behalte ich Pulgoso und Matcha. Und aus dir koche ich jetzt ein leckeres Süppchen. Wenn man dich bloß nicht rupfen müsste. Naja, was soll's. Wie bitte rupfen? Ist sie irre? Da muss ich wohl eingreifen. Die Vermittlungsagentur hat uns ihre Adresse gegeben, Signora. Wir wollten fragen, ob Sie sie brauchen können. Sie ist viel zu jung, Padre. Aber ich kann alles, wirklich, Signora. Sie wären bestimmt zufrieden mit mir. Und mit Kindern komme ich auch sehr gut zurecht. Nein, wie ich sagte, sie ist mir zu jung. Ich werde die Agentur anweisen, mir einen Erwachsenen zu schicken. Lass das, Pulgoso! Nicht beißen, hörst du? Du wirst auch was von dem Hühnchen abbekommen, keine Sorge. Also lass mich bitte los. Oh je, Marimar stirbt vor Kummer, wenn diese verrückte Matcha tatsächlich umbringt. Wirst du wohl? Raus mit dir, sonst setzt es was. Na los! Na, jetzt bist du dran, mein kleines Suppenhühnchen. Bleibst du jetzt stehen? Ach, hörst du nicht? Sollst stehen bleiben.
hinter dem Durchgang rechts und dann noch ein paar Meter. Gut, vielen Dank. Da entlang, ja? Du hast das gehört. Guten Morgen. Mir wurde gesagt, Sie brauchen ein Mädchen für die Hausarbeit, das, wie hat er das nochmal ausgedrückt? Mit eigener Unterkunft. Genau. Ich habe eine Unterkunft. Warten Sie hier. Ich werde es meiner Chefin ausrichten. Oh, ich glaube, es war gut, dass das mit der anderen Arbeit nicht geklappt hat. Vielleicht nehmen Sie mich hier. Das wäre ja was. Erlauben Sie bitte. Gut. Senorita Esperanza, es ist das Mädchen, das uns von der Agentur empfohlen wurde. Wenn Sie sie sehen möchten, bringe ich sie her. Erledige du das, Adela. Dir sind ja unsere Bedingungen bekannt. Ja, Senorita. Hat Ihr Privatdetektiv angerufen? Nein, Gustavo. Ich vermute, er hat den Priester von San Martin de la Costa immer noch nicht gesprochen. Ich nehme an, Sie sind mit dem Lohn einverstanden, Mädchen. Mädchen! Bitte? Ach so, ja, Senora, aber ja. Dienstantritt ist 8 Uhr morgens. Um 5 kannst du gehen. Vorher gibt es noch Abendessen. Weißt du, wie du allein hierher findest? Ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht, aber Pater Porres wird es mir sagen. Ich werde pünktlich um 8 Uhr hier sein, Senora. Fein, das wär's soweit. Wie ist dein Name? Bella. Bella Perez. Das hört sich aber nicht nach einem ländlichen Namen an. Da komme ich auch nicht her. Ich komme von der Küste. Da bin ich aufgewachsen. Bueno. Punkt 8 Uhr wird sie hier sein. Danke für alles. Was ist mit mir? Ist es schon so weit? Pulgoso. Stell dir vor, ich habe Arbeit. Morgen fange ich an. Aber ich komme jeden Abend zurück, um mit dir zusammen zu sein. Mit dir und unserer kleinen Matcha. Ach, mein Süßer. Was will er von dir? Er hat wahrscheinlich Hunger. Er ist zu einem richtigen Vielfraß geworden. Nicht, Pulgoso, du reißt dich jetzt zusammen. Hast du verstanden? Schlag da keine Wurzeln, Pulgoso. Beeil dich. Arme Marimar. Wenn du wüsstest, dich wird der Schlag treffen, wenn du es erfährst. Na los, so ist's gut. Rein mit dir. Schön, dass ihr auch zurück seid. Ihr kommt gerade pünktlich zum Essen. Die Suppe ist eine Wucht. Ihr werdet euch die Finger danach lecken. Ich komme gleich wieder. Ich muss nur noch schnell Matcha begrüßen. Will sie etwa zu der Henne? Ja, sie liebt sie sehr. Ich bin zurück, Matcha. Matcha ist fort, Pulgoso. Wir müssen sie suchen. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Bitte hilf mir doch. So hilf mir doch. Ach, Pulgoso. Du hast heute Morgen Huhn auf dem Markt gekauft, Prudencia. Die Suppe sieht doch gut aus, nicht wahr? Ganz fantastisch, wirklich. Dann wollen wir mal, ja? Sollten wir nicht auf Bella warten? Sieh mal nach ihr, Prudencia. Padre, ich finde Matcha nicht. So wie es aussieht, ist sie weggelaufen. Mach dir keine Sorgen. Sie muss irgendwo sein. Such sie nach dem Essen. Wenn sie sich nun verlaufen hat. Unsinn. Nein, das glaube ich nicht. Sie kommt bestimmt zurück. Willst du Pulgoso nicht endlich sein Futter geben, Prudencia? Ich gehe ja schon, Senora. Na los, Bella, komm, iss. Die Suppe ist fantastisch. Koste sie mal. Hühnerbrühe. Das wird doch nicht deine Henne sein. Die hat Prudencia gekocht, siehe. Macht köstliche Suppen. Du hast nicht meine Matcha gesehen, Prudencia.
sagst mir jetzt, was in der Suppe ist. Prudencia, antworte mir sofort. Ich dachte, dass der Padre und Bella es mitgebracht haben, um es mit uns zusammen zu essen. Matcha. Meine Matcha. Oh nein. Was ist denn nur in dich gefahren? Das konnte ich doch nicht. Es ist doch wohl das Mindeste, dass man vorher fragt. Oh, Padre, meine Matcha. Meine geliebte Matcha. Meine Matcha ist tot. Jetzt beruhige dich doch wieder, Bella. Für mich sind Hühner immer noch zum Essen da. Dieses nicht. Nicht einmal, als meine Großeltern und ich damals Hunger hatten, haben wir sie gegessen, verdammt nochmal. Doch nicht sie. Weil sie ja meine kleine Freundin war. Als sie mal angeschossen wurde, habe ich sie gesund gepflegt. Und jetzt ist sie einfach für immer fort. Komm, wir gehen auf das Zimmer. Ja, Papa. Bringen Sie sie besser hoch. Was denn? Also, Bella tut ja so, als ob ich kein Huhn, sondern einen Menschen umgebracht hätte. Es ist doch auffällig, meinen Sie nicht? Alle, die ich liebe und die mich lieben, sind gestorben, Padre. Meine Mama schon vor vielen Jahren. Mein Großvater Pancho, meine Großmutter Cruz. Und jetzt meine kleine Matcha. Fehlt eigentlich nur noch, dass Sie, Padre, und mein Pulgoso auch noch sterben. Alle sterben Sie, Padre. Alle. Verzeih mir, Bella. Was soll ich denn nur sagen? Du musst wissen, ich habe wirklich geglaubt, dass ihr Matcha essen wolltet. Verzeih mir, ja. So wie Doña Josefina mich heruntergemohnt hat. Lässt sich ja nichts mehr daran ändern. Pulgoso lässt du aber in Ruhe, klar? Hunde isst man nicht, das weißt du doch, nicht wahr, Prudencia? Die soll mir ja nicht zu nahe kommen, sonst mache ich Hundefutter aus ihr. Dann werde ich mal gehen. Ich wünsche dir viel Glück, mein Kind. Dankeschön, Padre. Fahren Sie heute nach San Martin? Morgen fahre ich. Wir sehen uns nachher noch in der Pension. Gut. Du weißt, wie du dorthin kommst, ja? Ja, ich hab's mir gemerkt. Ich muss gehen, sonst verspäte ich mich noch. Würden Sie mich segnen, Pater Boris? Vielen Dank. Mädchen, komm mal her. Was tust du hier? Wer bist du? Was tust du hier? Marimar, costeñita soy. Costeñita. Cuánto lo quise yo. Sí, señor.